Fußball 2000, wir sind schon wieder da und wir sind schon wieder etwas überfordert, wie geil die Eintracht eigentlich aktuell ist. Es ist langsam nicht mehr in Worte zu fassen. Wir probieren es trotzdem. Wir sprechen auch über eure stillen Helden, die ihr ganz viel in die Kommentare geschrieben habt. Und während ihr in die Kommentare geschrieben habt, habt ihr hoffentlich auch Glocken gedrückt, Instagram abonniert, alle möglichen Kanäle, auf denen wir so zugegen sind, abonniert, weil ihr seid geil, die Eintracht ist geil, wir sind geil, alles ist geil gerade. Fußball 2000, wir sind wieder da. Na klar, wir wissen um die Thematik bezüglich Hütter. Deswegen haben wir ein ganz eigenes Video dazu gemacht. Klickt euch da mal rein. Aber heute, in diesem Video, soll es nur um die grandiose Leistung der Frankfurter Eintracht, der Spieler von Eintracht Frankfurt gehen, die 4:3 gegen ein wunderbar starkes Wolfsburg gewonnen haben. Lieber Basti, was lief gut? Ja, du hast schon gesagt, ganz, 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 ganz viel. Das war für mich mit das beste Bundesligaspiel diese Saison. Also nicht nur von der Eintracht, sondern von beiden Mannschaften. Also was gut lief auf jeden Fall an erster Stelle ist, dass es ein richtig geiles Spiel war. Und für mich das entscheidende Ding an dem Tag waren, dass all diese Sachen passiert sind, die ich immer fordere und von denen ich dann eigentlich behaupte, dass sie nicht passieren. Dass die Eintracht muss jetzt mal Glück haben, die Eintracht muss jetzt mal direkt zurückschlagen. Also das Beste, was passiert ist, dass die Eintracht sich überhaupt nicht hat beirren lassen, weil es wären viel, viel Dinge drin gewesen in diesem Spiel, von denen du dich hättest beirren lassen können. Ja. Und das ist bei der Eintracht nicht passiert. In Dortmund hat sich das schon angedeutet durch diese ganzen Nebenkriegsschauplätze mit VAR. Hier waren sportliche Rückschläge und die Eintracht hat es durchgezogen. Und ich muss sagen, dieses Spiel hat mich zum ersten Mal in dieser Weise überfordert, dass ich nicht fassen konnte, was da passiert. Was, ohne Mist, du konntest nicht fassen, was da passiert. Ich muss sagen, du hast ja eben auch schon gesagt, wie krass auf einem spielerischen Niveau das von beiden Mannschaften war. Wir haben hier unfassbar starke Wolfsburger gesehen, die ich natürlich nicht jedes Mal in Gänze verfolge. Ja, haben wir schon drüber gesprochen. Aber wir sehen wieder, wie stark diese Mannschaft ist. Und die wirklich waren eine herausragend gute Mannschaft. Aber die Eintracht, die war kein Deutsch schlechter. Die hat wunderbar mitgehalten, offensiv unfassbar dabei gewesen. Und wenn ich mir angucke, dass du sprichst an, die Rückschläge an, die Eintracht wieder zurückgekommen ist, ist, glaube ich, die Mannschaft mit den zweitmeisten Punkten nach einer 0-1, beziehungsweise nach einem Rückstand. Das ist schon krass, Patricia, oder? Ja, tatsächlich. Also das war schon sehr, sehr, sehr stark. Und wenn wir schon dabei sind, was gut gelaufen ist, auch die Effizienz. Also das war ja an sich so, dass Wolfsburg sehr, sehr viel mehr Schüsse aufs Tor hat, nicht aufs Tor, sehr, sehr viel mehr Schüsse hatte als die Eintracht. Ja. Aufs Tor war das dann aber nicht mehr so, so unterschiedlich. Also irgendwie 7:5 Torschüsse habe ich nachgeschaut für Wolfsburg. Das ist dann schon viel, viel ausgeglichener, als es im ersten Blick so wirkte. Aber die Eintracht hat halt auch 4 dieser 5 Torschüsse dann verwandelt. Und das ist sehr, sehr stark. Vor allem, wenn man darüber nachdenkt, dass wir uns schon das ein oder andere Mal auch über die Chancenverwertung beschwert hatten. Mich regt das auch zu Teilen sehr auf. Das Effizienz. Hat sehr, sehr, sehr gut funktioniert. Ja. Du sagst es, Effizienz als ganz großes Stichwort. Lieber Weide, was sagst du? Ich bin erstmal sehr froh und muss loben, dass ihr beide Effizienz sagt und nicht Effektivität, wie sonst alle Sky-Kommentatoren machen. Das ist nämlich was anderes, liebe Freunde. Ja, das war auf jeden Fall das entscheidende Ding. Und auch wie ihr schon gesagt habt, eigentlich ist das Spiel so gelaufen, dass man immer dachte, okay, das geht heute um. Also ein früher Rückstand, dann der frühe Ausgleich nach der Halbzeit mit diesem Fehler in der Abwehr. Und man muss halt wirklich sagen, ich fand Wolfsburg sogar eigentlich besser. Man kann es nicht so richtig erklären, weil die haben da Spieler drin wie Schlager oder Gerhard, aber die spielen halt einfach geilen Fußball. Also die haben irgendwie guten Trainer und die haben genau einen Plan und das funktioniert. Also das hätte auch tatsächlich in die andere Richtung gehen können. Ich hatte zwischendurch große, große Bedenken und dass die Eintracht dann wirklich 3-mal irgendwie so zurückkommt und dieses Spiel gewinnt mit einer Offensive. Ich bin nach fast wieder dabei zu sagen, die ist mittlerweile besser als die Büffelherde. Ich weiß nicht genau, aber das ist nach vorne. Ist also wirklich, wirklich eine Qualität, die ist so lange nicht mehr gab, glaube ich, in Frankfurt. Schreibt ihr in die Kommentare, wenn ihr das genauso seht mit dieser Büffelherde. Ich merke schon, Götzenanbetung wird jetzt hier schon ganz, ganz groß geschrieben, beziehungsweise umgedeutet. Aber das ist ein interessanter Punkt, was du sagst. Denn natürlich ist es so, dass die Offensive grandios war. Ich will auch noch darauf verweisen, wir haben nachher noch eine eigene Rubrik für unsere heimlichen Helden, die ihr ganz viel in den Kommentaren gelobt habt. Aber es ist im Endeffekt so, wir sehen, dass es spielerisch auf einem Niveau auch gerade bei der Eintracht ist, wo ich sage, das kann ich nur loben. Und dann ist es aber auch so, ich muss auch sagen, trotz der 3 Gegentore, die er gefressen hat, auch hier wieder in gewissen Situationen Trapp ein sehr, sehr werthaltiger Rückhalt, Basti. Kevin Trapp hat ein super Spiel gemacht, muss man sagen. Also hat wirklich die Dinger rausgeholt. Ich finde, Kevin Trapp hat auch wieder erneut ein richtig gutes Spiel gemacht. Kevin Trapp, er strahlt Sicherheit aus. Das ist doch etwas, was er der Mannschaft auf jeden Fall gibt.
Ja, ich würde nämlich auch gar nicht so sagen, oh, die Defensive hat diesmal nicht gestanden, weil die auch Szenen hatten, wo die eben in entscheidenden Situationen gerettet haben. Und Wolfsburg, ihr habt schon gesagt, ich muss auch sagen, ich reiche manchen hier mit die Hand und sage, ich fand Wolfsburg fast auch besser. Ja. Also ich fand die wirklich sehr, sehr reif, aber die Eintracht hat das gemacht, was sie in den letzten Spielen eben nicht gemacht hat. Gegen Bayern, gegen Dortmund hast du das Gefühl gehabt, die Eintracht hat diese 4 Tore, von denen ich immer behaupte, dass sie sie machen könnte, hat die jetzt gemacht und immer zum richtigen Zeitpunkt. Immer zum richtigen Zeitpunkt zu denken, oh, jetzt könnte hier was passieren. Nee, Taktor. Die Eintracht hat sich in den entscheidenden Momenten einfach hier durchgesetzt. Und das ist dann am Ende, ich habe Rode hat es nach dem Spiel auch beim Interview gesagt, das ist halt dann auch eine Qualität. Klar kannst du sagen, Wolfsburg war besser, ist doch völlig egal. Mhm. Also ich bin lieber auf der Seite von Eintracht, als statt dann nach dem Spiel zu sagen, wir waren besser. Ist völlig Wurst, weil die Eintracht in den entscheidenden Momenten das Zutrauen hat. Und das ist schon ein Schritt, den will ich gar nicht unter den Teppich kehren lassen, weil der ist unglaublich groß. Du kannst dich, es gibt gute Mannschaften, die sich von so einem Spiel beirren lassen und irgendwie aus dem Konzept bringen lassen. Und es gibt aktuell die Eintracht, die nicht mal mit, du schaffst es nicht mal so, die Eintracht aus dem Konzept zu bringen, sondern die Eintracht ist unfassbar stabil. Und nochmal, ich habe es letzte Woche schon gesagt gegen Dortmund, Leute, Hinteregger hat gefehlt, wir haben Hasebe hat gefehlt, Yunus hat gefehlt. Das sind, glaube ich, die ersten drei Spieler, die wir in den letzten Monaten genannt hätten. Und wer darf nicht ausfallen? Ja, die drei. Und du kommst zurück und es passieren Fehler, trotzdem gewinnst du gegen eine starke Wolfsburger Mannschaft und auch gegen eine starke Dortmunder Mannschaft am Ende dann trotzdem verdient. Und ich bin immer noch im Verarbeitungsprozess. Ich kann das noch nicht einordnen, dass die Eintracht gegen Dortmund und Wolfsburg gewonnen hat und nicht unverdient, sondern auf diese Art und Weise. Ja, und es ist wirklich nicht unverdient, das muss man sagen. Du hast eben angesprochen, Yunus auf der Bank gewesen, Hasebe auf der Bank gewesen. Zwei Leute, die dann später erst im Verlauf dann reinkamen. Aber natürlich diese Rückstände der letzten Wochen im Endeffekt hatten. Patricia, was ist dir noch aufgefallen? Was hat dir noch gut gefallen in diesem variablen Spiel der Eintracht, wo beide auf einem unfassbar hohen Niveau waren, wo ich echt gesagt habe, okay, also so einen großartig guten Fußball bin ich gar nicht gewohnt im Waldstadion. Ja, ich finde auch, dass beide Mannschaften gezeigt haben, dass sie nicht umsonst da oben stehen, was man ja manchmal aus irgendeiner Ecke hört hier, ja, das ist unverdient, das ist, keine Ahnung, das ist kein Zufall, dass beide da oben stehen. Ja, was mir noch gut gefallen hat, ich kann jetzt ja nicht auf einzelne Spieler zu sprechen kommen, das machen wir ja dann danach. Ich will einfach nochmal festhalten, der Gesamtverbund, also es ist, selbst wenn wir jetzt gleich einzelne Spieler rausnehmen, finde ich das insgesamt mannschaftlich, wie schon die letzten Wochen, einfach richtig, richtig stark, was da ausgeglichen wird. Ja, und vor allem auch, dass man eine Wolfsburger Abwehr geknackt hat, die halt tatsächlich nur 3 Tore bisher kassiert hat in der Rückrunde. Also 3, wirklich 3. Das ist egal, gegen welchen Gegner die gespielt haben. 3 Tore ist schon sehr, sehr, sehr wenig. Und das war so wirklich so eines der Merkmale der Wolfsburger, dass die halt eben diesen Abwehrverbund haben. Und den zu knacken, das muss man auch erstmal hinbekommen. Und da bin ich sehr, sehr beeindruckt, dass das so geklappt hat, weil die hatten ja wirklich Probleme mit der Eintracht-Offensive. Ja, du sagst es. Es ist im Endeffekt mega krass, dass die Eintracht dieses Konstrukt durchstochen hat, wirklich mit 4 Toren. Brutale Effizienz, haben wir gerade gesagt. Es ist aber auch interessant, dass wir erneut sehen, dass die Frankfurter Eintracht, zumindest die Spieler, wirklich against all odds einfach ihr Ding machen, so einen geilen Willen haben und so Bock haben und dass diese Geräusche, über die wir eben gerade ein bisschen gesprochen haben, dass die komplett weggewischt werden. Erneut, direkt vor dem Spiel gab es wieder Gerüchte. Alles scheißegal weiter. Das ist doch völlig absurd. Was ist das für ein Mentalitätsmonster? Ja, ich hätte auch die mentale Stärke jetzt angesprochen, weil wir erzählen seit 4 Wochen, das nächste Spiel ist das Wichtigste. Also erst war es Union, dann war es Dortmund, jetzt war es Gladbach, habe ich die ganze Zeit gesagt. Gladbach ist das Wichtigste. Jetzt kommt Gladbach, das wichtigste Spiel. Danach musst du auch schon. Schreib dir mal in die Kommentare, was das wichtigste Spiel ist. Und dem ist es ja wurscht. Also, da kann Bobic irgendwas passieren, da kann Hütter irgendwas passieren, die fangen irgendwelche Gegentore. Ich würde auch fast noch Jovic, auch das ist jetzt keiner von diesen Unsung Heroes, aber wie der sich da irgendwie, da gab es ja schon leise Kritik, kommt er da rein und wie spielen die und eigentlich muss man mit 2 Zehnern und dann ist nur Silber vorne und Jovic passt da nicht rein, die stehen nicht auf den Füßen, Pustekuchen. Also man hat jetzt, glaube ich, auch jetzt in den letzten 2 Spielen gesehen, dass die tatsächlich harmonieren, dass die auch irgendwie zusammen jubeln, wo man merkt, der eine gönnt dem anderen das Tor. Also das ist einfach nochmal eine Qualität, das ist egal, ob du mit 2 Zehnern spielen, mit 2 Stürmern, wie jetzt, ob da Kamada auf den 10 spielt, ob Yunus auf den 10 spielt, selbst Erik Durm, über den wir nachher noch reden, ist ja plötzlich nicht ganz so gut wie Kostic, aber ist zumindest einer, wo du denkst, der fällt nicht komplett ab. Also irgendwie haben die gerade einen absoluten Schwung und nehmen den mit und denen ist alles egal, was drumherum passiert. Also ich finde das nicht von Trainer. Ich finde das, was ihr jetzt beide gesagt habt, dass mit dem Drumherum passiert, das darf man auch nicht unterschätzen. So, also liebe Grüße nach Gladbach gegen unseren nächsten Gegner. Da kannst du ja sehen, was so ein Drumherum auch für Auswirkungen haben kann.
Also die sind klar. Ja nach dieser ganzen Sache mit Rose komplett abgeschmiert. Und bei der Eintracht ist gefühlt das Gegenteil passiert. Ich weiß gar nicht, vielleicht ist die Mannschaft froh, dass die beiden gehen. Ich habe keine Ahnung. Ich weiß nicht, was das freigesetzt hat. Also ja. Es ist tatsächlich so, dass es ganz, ganz viele Dinge gegeben hätte, an denen man sich hätte festmachen können, warum das und das schiefgegangen ist, ohne dass man hätte sauer sein können. Du hast VAR-Zeug gehabt, du hast Verletzungen gehabt, du hast gute Gegner gehabt, du hast ganz, ganz viele Sachen gehabt, wo man einfach erklärbar hätte machen können, warum es hier und da jetzt irgendwie schiefgegangen ist. Und selbst das hat nicht ausgereicht. Und das gibt mir die unglaubliche Hoffnung, was passiert denn, wenn jetzt erstmal wieder ein paar Spiele kommen, wo dieser Widerstand eben nicht so groß ist. So, ja. Du hast es jetzt schon mit Widerstand geschafft. Das heißt, du bist mit Gewichten joggen gegangen und hast trotzdem deine Bestzeit gemacht. Was ist denn, wenn die eine abmacht? Ich traue es mich gar nicht zu sagen, das, weil ich immer noch im Präventiv-Pessimisten-Mode bin. Und Weid hat gesagt, das nächste Spiel ist immer das schwerste. Haha, Udo. Aber es ist ja tatsächlich so. Ja. Ich habe auch vielleicht ein bisschen Angst, vielleicht braucht die Eintracht auch diese Gewichte beim Joggen. Ich habe gar keine Ahnung, weil Marvin, du hast vorhin gesagt, wie oft wir zurückgelegen haben und dann zurückgekommen sind. Ich habe keine Ahnung. Aber aktuell, und wann waren wir schon mal als Eintracht-Fan in so einer Position, muss man sagen, die Eintracht ist mit die heißeste Mannschaft in der ganzen Bundesliga. Nicht in irgendwelchen Tabellenregionen, sondern in der kompletten Bundesliga. Und ich bin weiterhin überfordert, es tut mir leid. Ja, Überforderung ist aber auch ein ganz guter Stichpunkt, denn neue Kategorie, mein Kommentar des Tages bei uns in den Kommentaren. Und zwar, da hat der Bastian Ritter geschrieben, allein auf der Couch, ohne Stimme und mit Tränen in den Augen, spielerisch die beste Mannschaft, die jemals ein Eintracht-Trikot trug. Das kann man sehen, wie man will, ich finde, aber es spiegelt die Emotionen der Eintracht oder der Eintracht-Fans ganz gut wider. Denn auch ich war irgendwo sprachlos, als ich gesehen habe, die Eintracht nach diesem dummen 2-2, direkt nach der Pause, wo ich eigentlich gedacht habe, oh nein, was ist das denn? Warum geben wir so eine Führung her? Naja, komm, machen die einfach ein 3-2. Das ist momentan einfach absurd. Und Patricia, mir fehlen immer noch die Worte, was soll ich sagen? Ja, ich war zwischenzeitlich auch sprachlos, konnte nur immer die ganze Zeit sitzen und mir so denken, krass, heftig, was passiert da? Auch vor allem jetzt, wo ihr es gerade angesprochen hattet, Jovic, das Tor, er hat sich auch endlich belohnt dafür, was er die letzten Wochen geleistet hat. Und ich bin immer noch verliebt in diese Tore von Jovic, wie er die immer so reinwuchtet, einfach so. Und ja, und auch die Vorarbeit von Silva, das hat mich auch an Jovic letzte Woche erinnert. Also wie er sich dadurch, ja, wie er dadurch wollte und wie er diesen Ball unbedingt reinflanken wollte, das ist halt einfach, also das, es gab so viele Momente in diesem Spiel, wo ich mir dachte, einfach nur so, krass, also ich bin sprachlos, ich weiß nicht, was ich dazu sagen soll. Es ist halt auch zu viel auf einmal, finde ich. Ja. Ich finde ja genau das, was du sagst. Wenn du dieses Jovic-Tor alleine irgendwie gehabt hättest, hätte man da viel ausführlicher drüber sprechen können, aber diese Vorlage von Silva, diese Balleroberung von Kamada vor dem 3-2, dieser Pass dann Silva ist eiskalt, dann Erik Durmert, beide schon angesprochen, du hast so viele Geschichten in diesem Spiel, Rode lässt den Ball durch. Kamada macht endlich mal einen souveränen Abschluss, wie man sich das die ganze Zeit von ihm gibt. Es gibt so viele Stories, dass man da nicht hinterherkommt in den letzten Wochen. So. Ich habe das Gefühl, das Dortmund-Spiel noch nicht mal verkraftet mit all dieser Dramatik, die es hatte, dass du in Dortmund kurz vor Schluss das Tor machst und dann hast du gedacht, okay, Dortmund war krass, wenn wir jetzt 1-1 spielen, dann bin ich aber zufrieden. Ja, klar. Es wird jetzt noch krasser, liebe Freunde. Also, more to come, hoffe ich. Das ist auch gerade schon ein bisschen eklig, wenn wir Woche für Woche hier sitzen und diese Verbal-Onanie betreiben. Ich meine, die schlagen die Bayern, dann schlagen sie Dortmund. Die verlieren nicht gegen Leipzig. Die gegen jeden da oben gewinnen, die wird von Woche zu Woche besser. Ja. Ich meine, im Herbst saßen wir hier und haben gemeckert, haben gedacht, Adi Hütter muss gehen, die steigen ab. Also was ist das für eine Saison? Das ist ja auch irgendwie sehr, sehr schwer zu begreifen und zu erklären, glaube ich, was da passiert. Dann hier immer zu sitzen in so einem Meeting hier. Ja. Ich glaube, Marvin, wenn du hättest, glaube ich, keinerlei Haare im Gesicht oder auf dem Kopf mehr, wenn wir uns bei all diesen Szenen gesehen hätten. Alter, ganz ehrlich, allein der Samstag wäre unfassbar brutal gewesen. Stell dir das mal vor im Stadion. Stell dir mal bitte vor, was sie gesagt haben. Jovic macht dieses Ding. Bam. Dann Ausgleich, ärgerst dich. Dann Kamada, dann macht Durm das Tor. Am Ende bringst du es irgendwie über die Zeit. Diese Zitterei darf man auch nicht vergessen. Ja, aber auch diese erfolgreiche Zitterei. Ja, und das ist ja genau der nächste Punkt. Wir kennen diese Eintracht. Und nach dem dummen 4-3, nach diesem Jahr Eigentor, muss man sagen, von Tuta, so, dann hätte ich normalerweise bei noch 10 Minuten Roundabout Spielzeit, hätte ich gesagt, alles klar, die Eintracht, nur 4-4. Weißt du? Es ist doch so, aber in jedem WhatsApp-Chat kommt es doch auch. Wir wissen alle, was jetzt passiert. Ja, klar wissen wir das aus der Vergangenheit, aber es passiert dann nicht. Es ist in Dortmund nicht mehr passiert, es ist jetzt nicht passiert.
Die Auslassung üblicher Ereignisse. Jetzt hat Weide mich ein bisschen fertig. Ereignisse bei der Eintracht ist momentan sehr irritierend. Und zwar im positiven Sinne irritierend. Ja. Deswegen, wir probieren jetzt mal darauf zu gehen, was nicht so gut lief, auch wenn es uns schwerfällt. Nächste Frage. Ohne Scheiß, wenn wir darüber sprechen, was nicht gut lief, dann fällt mir relativ wenig ein. Natürlich können wir Cherry-Picking betreiben im Kleinen, dass wir sagen, dass dann dieses 4-3 noch fällt, dass es noch mal 10 Minuten ein bisschen schwierig wird. Wir können über das 2-2 sprechen, was ich eben schon angesprochen habe. Aber dann muss man das auch alles in Relation setzen und sagen, jo, aber die Abwehr, die wäre vielleicht so gar nicht zusammengesetzt worden. Wir sehen trotzdem Entwicklungspunkte. Wie tut er, dass der mal so ein Eigentor drin hat, obwohl er trotzdem ein gutes Spiel macht? Das gehört irgendwie alles dazu. Also ehrlich gesagt, ich tue mir schwer, negative Dinge zu finden. Ich werde mich auch in dieser Kategorie nicht äußern. Patricia, hast du irgendwas gefunden? Nee, tatsächlich kann man jetzt, wenn man will, sagen, die Abwehr war nicht so stabil und das Gegentor und das 2-2, aber ich finde das alles tatsächlich nicht so dramatisch. Ich meine, vor allem selbst das 2-2, das war an sich, dieser Pass von So zurück war, finde ich, kein Fehler. Das war einfach irgendwie so ein bisschen so ein Abspracheproblem oder so. Ich weiß nicht, was Ilsanka da gemacht hat, der kam da irgendwie nicht mehr ran. Und das war aber tatsächlich erstmal der Pass, dass er so gespielt wurde, fand ich gar nicht so absurd. Also irgendwie, ich weiß nicht, es war alles nicht so dramatisch, wie man es machen wollen würde in dieser Kategorie. Deswegen, ich kann tatsächlich nichts rauspicken, was jetzt sehr, 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 sehr schlecht gewesen wäre. Wir sind ein bisschen im Lala-Land. Weide, hast du denn was für uns? Ich habe was. Und zwar, wenn die Eintracht auf mich gehört hätte und im Winter einen Alexander Matschung verpflichtet hätte, hättest du einen gehabt, den du da noch hättest reinschmeißen können, um dieses Ding über die Zeit zu bringen. Das Einzige, was mir gibt, die Bank war ein bisschen schwach und ich hätte mal Kodo Sebe ein bisschen früher gemacht. Das ist jetzt aber wirklich eine ausgedachte Geschichte, die ich habe. Ja, aber Herr Sebe hätte ich auch früher gebracht. 89. Minute ist ein wichtiger Punkt. Ich hatte das, glaube ich, 3-4 Mal in unserem Chat, Basti, geschrieben. Ich hätte gerne so einen 2-Meter-Turm auf der Bank, den du einfach reinschmeißt in der 80. und sagst, jetzt köpft die Dinge alle raus. Also, aber das kann ich nachvollziehen. Haare herbeigezogen. Also Hasebe hätte ich, wie gesagt, vielleicht ein bisschen früher drin gesehen. Ja. Und natürlich auch großer Skandal, erneut Rustic nicht eingewechselt. Ja. Also da muss man sich tatsächlich schon mal Gedanken machen. Schreibt in die Kommentare, wenn auch ihr Rustic vermisst. Schreibt also in die Kommentare, wann Rustic eingewechselt werden müsste. Die große Rustic-Verschwörung. Wir sind einem ganz großen Ding als Doku-Format für Fußball 2000 auf der Spur. Bleibt. Da redet wieder keiner drüber. Aber ich habe noch was, sehr konstruiert, aber was mir ein bisschen negativ aufgefallen ist, die Tatsache, dass die Eintracht leider nur 7 Punkte Abstand auf Dortmund hat und keine 9. Das ist für mich die Enttäuschung des Spieltages und da kann leider nur Dortmund was dafür. Danke, Stuttgart. Ja, wie gerne hätte ich das gesehen, wenn wir 9 Punkte Abstand gehabt hätten. Irgendwie, Basti, das Problem, was ich daran halt habe, ist, diese 7 Punkte, dieser Pessimismus in meinem Kopf, das kann halt auch alles ganz schnell gehen. Nee, aber das haben wir doch die ganze Zeit etabliert. Also ich glaube, wir sollten uns von diesen 7 Punkten nicht blenden lassen, auch wenn alle Prachtermedien das tun wollen, die sagen, ja, jetzt kann nichts mehr passieren. Nee, doch, Leute. Das geht ganz, ganz schnell. Du kannst in 2 Wochen hier sitzen, kannst in Gladbach unglücklich verloren haben, tust dich gegen Augsburg schwer, während Dortmund alles wegrohrt. Das kann passieren. Da machen wir uns nichts vor. Natürlich kann das passieren, aber es ist trotzdem so, ich bin lieber in der Position, in der wir gerade sind, als in der Position, in der Dortmund gerade ist. Also du kannst auch, ja, ich will es nicht machen. Ich habe es ja für meine Verhältnisse habe ich hier schon das Wort Champions League zu oft in den Mund genommen. Aber mittlerweile, was soll ich jetzt hier sagen? Soll ich euch anlügen? Sagen, hier, Leute, das klappt nicht. Natürlich sitze ich zu Hause und denke, und die Eintracht könnte in die Champions League kommen. Kann schon passieren. Und dann sitze ich da und bin völlig überfordert damit. Also, wenn was schlecht ist, aktuell ist es wirklich, dass man nicht da sein kann und diese Emotionen verarbeiten kann. Weil ich habe das Gefühl, die stauen sich auf. So, ich kann die nicht rauslassen. Also die, klar passiert das und klar ist man irgendwie, jubelt man ein bisschen. Aber so vor, während und nach dem Spiel hat man nicht die Instrumentarien, die man sonst hat, um diese Emotionen rauszulassen. Die sammeln sich und das sind diese Saison sehr, sehr viele. Ja. Du hast dieses Hütter-Ding mit, also alleine irgendwie, das habe ich letztens komischerweise mir gedacht, allein, ich glaube, Pia hat das auch bei Twitter geschrieben, liebe Grüße ans Eintracht-Museum, die gesagt hat, in diesen Situationen willst du auch mit Menschen da stehen und darüber sprechen, was da passiert. Mhm. Und das passiert halt nicht so. Klar, das passiert über WhatsApp ein bisschen, man telefoniert, aber so alles, was gerade um die Eintracht rum passiert, positiv wie negativ, das in irgendeiner Weise zu verarbeiten, findet gerade nicht statt und das macht komische Dinge mit mir, die, weiß ich nicht, ich kann es dir nicht sagen, weil es gut ist, aber ich weiß nicht,
liebe Grüße nach Köln. Ich kann mir auch vorstellen, dass das sehr, sehr schwer ist, wenn das halt negative Dinge sind. Ja, oder Grüße nach Schalke schon schwer. Ne? Also das ist natürlich ganz nochmal eine andere Dimension, auf jeden Fall. Patricia, wie gehst denn du damit um? Was sind deine Riten, wenn du dann zu Hause sitzt, dir das Spiel anguckst und irgendwo eigentlich mit Leuten irgendwie sprechen willst? Nutzt du die Chat-Kommunikation oder was machst du? Ja, muss ja. Also es ist schwer. Und ich versink da zum Teil auch ein bisschen im Selbstmitleid. Also ich sitze dann da und denke mir, oh ja, jetzt im Stadion und das im Stadion erleben. Oh, stellt euch mal vor, wie das jetzt im Stadion wäre. Und das tut mir nicht gut, tatsächlich, weil das macht mich dann traurig. Das macht mich in dieser guten Zeit, wo man eigentlich sich freuen sollte und sich irgendwie das Spiel genießen sollte, macht mich das für so einen Moment dann einfach immer so ein bisschen, zieht mich es runter, weil ich mir denke, es könnte eigentlich noch geiler sein, als es ohnehin schon ist. Deswegen versuche ich das so beiseite zu schieben, geht natürlich nicht. Also ja, aber geißel dich da nicht. Das ist ein ganz normaler Impuls, Patricia. Also ich glaube, das hat jeder von uns. Ich weiß nicht, wie viele Momente ich schon durchgegangen bin, wo ich mir genau vorgestellt habe und auch unangenehm konkret vorgestellt habe, was ich in dieser Situation gemacht hätte. Ja. Und da haben sich jetzt Situationen angehäuft, die Schalke, Jovic-Nummer, diese ganzen Dinge. Überlegt euch, was mir letztens eingefallen ist. Der Silber-Siegtreffer in Dortmund ist genau auf die Gästekurve passiert. Ja. So, ich glaube, ich würde immer noch da zwischen den Zäunen irgendwo hängen und hätte wahrscheinlich das Wolfsburg-Spiel verpasst. Also ich glaube tatsächlich, dass das nichts mit Selbstmitleid zu tun hat, sondern Quetschungen erlitten. Normale Effekt. Hättest Quetschungen erlitten. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich versuche mich jetzt ein bisschen dadurch durchzutragen, ne, weil für mich ist der Käse gegessen, dass wir diese Saison noch ein Stadion können. Ganz ehrlich, Ziel muss sein. Sollte diese Hymne ertönen. Ganz ehrlich, dann machen wir 3 Wochen vorher hier eine Glocke auf Frankfurt. Ja, dann geht gar keiner mehr raus, damit das Stadion komplett voll ist bis zur letzten Möglichkeit. Im Zweifel werden Leute mit Corona-Tests direkt vorm Stadion abgefangen. Keine Ahnung, vielleicht gibt es demnächst eine Dauerkarte mit Impfung dazu oder was weiß ich. Irgendwas. Ja, ich glaube, selbst das könnte die Eintracht momentan möglich machen. Wir müssen diese Hoffnung haben, dass, wenn es der Fall ist, zumindest diese Heimspiele, keiner weiß, wie auswärts das passieren kann. Aber dass wir das irgendwie hinbekommt, dass diese Heimspiele in der Vollauslastung stattfinden, damit tröste ich mich momentan. Das muss irgendwie möglich gemacht werden. Und wenn das nicht möglich gemacht wird, keine Ahnung, dann müssen wir Peter Fischer als neuen Bundeskanzler irgendwie hineinschuchteln. Ja, Marvin, ich finde auch, das ist wichtig, dass du es nochmal sagst, dass wir da alle Pläne in der Schublade haben. Falls das so ist, dass man wirklich sagt, okay, dann steht die Stadt vorher 3 Wochen still. Ja. Damit wir diese Champions League gewinnen. Das wäre dann zu viel. Das wäre dieses eine Ding zu viel, zu wissen, okay, der andere kommt in die Champions League mit all diesem Hin und Her und bla. Wer weiß, was für Verschiebungen es im Sommer personeller Ebene noch gibt. Aber ich will am 14. oder 15.9., egal in welchem Stadion das ist, diese Hymne hören, fertig. Und du hast gesagt, Reisen wird wahrscheinlich unwahrscheinlicher. Ich glaube ehrlich gesagt, dass die Auswärtsspiele wahrscheinlicher sind als die Heimspiele. Da sind sie schon fertig. Naja, komm, hier, Großbritannien. Ja, hier, Malta. Ja, gut, okay, wobei Champions League. Liebe Leute, lasst uns zur letzten Kategorie des Tages kommen, und zwar heimliche Helden. Ihr habt fleißig in den Kommentaren geschrieben, wen ihr heute ganz besonders lobend erwähnt hört. Hören wolltet, ihr wisst, was ich meine. Und einer der Kandidaten ist natürlich Deitch Kamada, einer der Spieler, die sich erneut hervorgetan haben. Ich habe vor dem Spiel schon gesagt, The Great Kamada muss wieder ran. Vielleicht können wir das ganz kurz einblenden. Und er hat genau das geliefert. Es ist ein Spieler mit, wie gesagt, jetzt haben wir es ja rausgefunden, mit 18 Scorerpunkten insgesamt. So, danke Weide. Patricia, der Typ, das ist schon manchmal eine ganz schöne Augenweide, ne? Ja, also tatsächlich, es freut mich auch für ihn. Der hat ja auch sehr, sehr viel Kritik einstecken müssen, zum Teil zu Recht. Es hat mich teilweise auch genervt, so ein bisschen die Verspieltheit, die Unkonzentriertheiten. Ich weiß nicht, was das war, obwohl ich tatsächlich immer ein Verfechter war. Also ich war nie gegen Kamada. Und das freut mich halt sehr. Und ich finde auch diese, ich will es nicht aufmachen, aber ich mache es jetzt auf, diese Körpersprache-Diskussion. Ich fand die Körpersprache im Wolfsburg-Spiel anders, als wir es von ihm kennen. Ich fand, er war sehr, sehr präsent. Der war auch sehr bissig in den Zweikämpfen, hat viel nach hinten mitgearbeitet. Wenn er einen Ball verloren hat, ist er direkt hinterher und hat nicht irgendwie viel lamentiert. Das hat mich sehr, sehr beeindruckt. Also das war ein rundum gelungener Auftritt von Daichi Kamada, plus Tor, plus Vorlage natürlich.
sehr, sehr gut. Ein rundum gelungener Auftritt, sagst du vollkommen zu Recht. Bei einer Passquote von 81%, Deinch Kamada. Er ist dementsprechend auch einer derjenigen, die die Pässe verteilt haben, neben übrigens anderen zentralen Anlaufstellen, wie beispielsweise logischerweise Kostic, der von Weitem die meisten Ballkontakte hatte. Also wir merken, da sind sehr, sehr viele Rädchen, die ineinander geflossen sind. Aber Weide, du hast ja eben schon deine durchaus lancierte Kritik angebracht. Sag mir doch mal ein wenig, wie du ihn mittlerweile siehst. Denn du wurdest ja auch für deine wohlwollenden Texte mittlerweile in den sozialen Netzwerken gelobt. Du bist ja mittlerweile zum Deitch Kamada-Sympathisant geworden, könnte man fast sagen. Das wollte ich nicht gehen, aber man muss einfach mal sagen, dass er sich weiterentwickelt hat, der gute Japaner. Mein früher hieß er noch Daichi, mittlerweile heißt er Deutsch. Also hat sich, da ist so eine kleine Erwachsenenwerdung irgendwie im Namen passiert und auch auf dem Platz ist er ja einfach mittlerweile. Also es gab ja Dinge, die haben genervt an dem. Das war zum einen sein schlechter Abschluss, beziehungsweise er hat unfassbar viele Chancen verballert und dass er nicht gegen den Ball arbeiten konnte und dass er sehr oft falsche Entscheidungen getroffen hat. So ein bisschen dieses Mirat Gacinovic noch ein bisschen besser. Und das hat sich da einfach weiterentwickelt. Also jetzt sieht man, er macht Tore und er gewinnt halt auch Zweikämpfe. Also dieser Zweikampf gegen Prekalo war es, glaube ich. Das war so ein bisschen diese, wie Jovic eine Woche vorher diese eine Aktion gespielt hat. Er hat diesen Zweikampf gewonnen, Zweikampf, den er wahrscheinlich vorher nie reingegangen wäre, schaltet um, sprintet und spielt einen perfekten Pass. Also das ist ja mittlerweile einfach ein anderer Spieler und deswegen hätte ich jetzt auch gesagt, Adi Hütter hat es auch gesagt, er war dieses Mal der Spieler des Spiels, er war der beste Mann auf dem Platz, was aber einfach daran liegt, dass er genau die Dinge, die wir angesprochen haben, vielleicht sogar, er hat es wahrscheinlich uns nicht angehört, aber die Dinge, die wir angesprochen haben in den letzten Monaten und Jahren, die hat er abgestellt bzw. verändert und verbessert. Von daher ist er mittlerweile dann Zehner. Also ich habe immer noch lieber Younes da, aber trotzdem ist er einfach ein Zehner, der in der Bundesliga selbst bei Topspielen den Unterschied ausmachen kann. Ja, und gerade bei Topspielen, es ist ja tatsächlich so, dass er seine Punkte, also seine Scorer-Punkte, über die wir gerade so viel gesprochen haben, wirklich bei krassen Gegnern macht, Basti. Das zeichnet ihn mittlerweile auch aus und man muss sagen, ich bin einfach unfassbar froh, dass wir solche Spieler in unseren Reihen haben. Diese Variabilität, über die wir jetzt gerade in der Defensive ja schon gesprochen haben, auch offensiv zeigen können, wo du sagst, okay, Younes, scheiße, der fehlt. Naja, dann macht halt Kamada. Das ist schon brutal. Ja, und das ist genau das. Und ich muss hier tatsächlich mich wahrscheinlich bei ihm und auch bei Erik Durm entschuldigen. So, also nicht entschuldigen, aber trotzdem einfach zugeben, dass ich das niemals mehr hätte vorstellen können, dass der so eine unglaublich präsente Rolle spielt, wie er es gesagt hat. Und weil ich habe viele Dinge an ihm kritisiert, hat mich genervt. Und wenn man da falsch liegt, in Einschätzung, was die Entwicklung betrifft, da kann man es auch zugeben. Also ich habe mich in Kamada tatsächlich getäuscht. Ich habe gesagt, das ist ein Spieler, der kann dir ab und zu besondere Momente geben, aber dass er also in einem Spiel so den Stempel aufdrücken kann, habe ich ihm nicht zugetraut. Weil er hatte all das, was ich eigentlich an ihm nervig fand, nicht gar nicht in dem Spiel gehabt. Und vielleicht ist es einfach so, dass man dann in der Vergangenheit vielleicht übertrieben auf ihn geschaut hat, weil man halt auch sich erhofft hat, dass er so spielt und dann irgendwann diese Hoffnung verloren hat. Also ich muss tatsächlich, entschuldige mich hier offiziell, bei Deitch Kamada und bei Erik Durm, dass ich euch diese Leistung nicht zugetraut habe und ihr habt das gezeigt. Und wie gesagt, wenn man falsch liegt, kann man das einfach auch mal sagen. Und bei diesen beiden Spielern war es bei mir zumindest in Teilen definitiv der Fall. Ja, aber du hast bei Kamada war es ja so, dass er auch wirklich halt ein Jahr lang mindestens oder anderthalb Jahre so gespielt hat. Er hat ab und zu mal ein Dribbling eingebaut, hat ab und zu mal irgendwie einen geilen Diagonalpass gespielt. Ja, aber vielleicht waren wir dann zu ungeduldig, verstehst du? Ja, natürlich, ich entschuldige mich auch. Vielleicht waren wir da zu ungeduldig zu sagen, dass das Teil dieser Entwicklung ist und dass ein Spieler wie Kamada, der dann neu kam, der dann ausgeliehen war, dass das, was er jetzt leistet, das ist sofort, wo wir es halt wollten, gar nicht möglich war, sondern dass das alles Teil der Entwicklung war. Ja, aber es ist trotzdem eine Schrägbetrachtung. Denn ja, natürlich, es ist ja nicht nur mal ein Dribbling, was er gemacht hat, sondern wir erkennen auch, was er gegen die Hertha gemacht hat, dieses unfassbare Tor. Wir wissen, dass er dem Stempel, dem Spiel gegen Arsenal in London aufgedrückt hat, wo er der spielentscheidende Mann war. Also auch da war er ein spielentscheidender, sehr, sehr wichtiger Spieler, aber er hat eine andere Streuung gehabt. Diese Streuung, die erkennen wir jetzt nicht mehr in diesem Maße, sondern wir merken, er ist nochmal, er ist ins nächste Level gegangen. Und vielleicht ist es auch so, dass der diese absolute Geilheit auf diese Champions League halt gerade komplett verkörpert und halt wie andere, und da will ich genau auf die nächsten zu sprechen kommen, auch wie Erik Durm halt nochmal den nächsten Schritt wieder geht. Und Patricia, mittlerweile ist es bei Erik Durm, sogar so, dass der Tore auch trifft. Also, dass er Tore schießt, er hat es ja schon öfter probiert. Mittlerweile funktioniert es sogar. Ja, also bei Durm muss ich mich tatsächlich auch entschuldigen. Ich war da nicht so der große Fan von, muss man sagen. Aber mittlerweile hat sich das ja schon so herauskristallisiert, dass man sogar, wenn er fehlt auf der rechten Seite, sich überlegt, was ist denn jetzt? Also was machen wir denn jetzt ohne Durm? Es ist nicht, dass Durm jetzt den gleichen Stellenwert hat wie Kostic in der Mannschaft, finde ich. Das ist auch schwer zu vergleichen. Aber es ist auf der rechten Seite halt tatsächlich
die Option, die mir ein sicheres Gefühl gibt, wo ich weiß, der spielt auf der rechten Seite und da weißt du, was du bekommst. Und du bekommst auch gute Aktionen, wie wir jetzt gesehen haben gegen Wolfsburg. Also vor allem hat mir es gefallen, wie er sich offensiv eingebracht hat. Das war schon sehr, sehr stark. Am Anfang, so in der Anfangsphase, war ich noch so ein bisschen, wo steht er da? Warum geht er da nicht dran? Ich war so ein bisschen in den Abwehraktionen nicht ganz zufrieden. Mich regt das auch zu Teilen sehr auf. Aber ich glaube, das liegt auch daran, dass es zum Teil ein bisschen konfus war in der Abwehr, die Ordnung nicht so gestimmt hat. Da will ich jetzt auch nicht weiter drauf eingehen. Das lag wahrscheinlich nicht an Erik Durm selbst, nicht alleine an ihm. Und ja, ansonsten, also vor allem die Offensivaktionen haben mir sehr, sehr gut gefallen gegen Wolfsburg jetzt speziell. Ja, also du hast vollkommen richtig gesagt. Er ist auch sehr, sehr oft am Spiel beteiligt gewesen. Wieder sehr, sehr viel gerannt, muss man sagen. Fast 12 Kilometer gemacht. Also Erik Durm hat dem Spiel auch so ein bisschen einen anderen Werf noch gegeben. Weide, wir müssen auch hier sagen, wenn das jetzt alles so ineinander fließt, ja, was soll denn ansonsten jetzt noch passieren? Kommt jetzt gleich Rustic rein und ballert noch zwei Dinger rein? Müssen wir uns bei dem dann jetzt bald auch noch entschuldigen? Was ist hier los? Das wäre die Krönung. Also ich bin auch persönlich also, dann aber. Erik Durm ist besser, als wir dachten. Trotzdem würde ich dafür plädieren, falls die Eintracht tatsächlich in diesen Champions League kommt, dass man eventuell darüber nachdenken könnte, auf der rechten Außenbahn nachzubessern. Da ist noch nur als Backup im Regal noch Luft nach oben, glaube ich. Also Erik Durm, allen Ehren, alles gut, aber. Ja, aber guck mal, weil ich finde genau diese Kommentare eigentlich unnötig. So. Warum? Ja, weil was ist der Impuls zu denken, klar warst du gut, ich gebe auch zu, dass du gut warst, aber lass es doch einfach mal. Klar, hast du recht. Ich finde immer nur den Zeitpunkt falsch, dann zu sagen, warum müssen wir uns jetzt hier verteidigen? Sagen, ja, aber Kamada hat auch mal schlecht gespielt. Klar, man kann doch einfach jetzt mal sagen, Durm hat geil gespielt, Kamada hat geil gespielt und alles andere ist egal. Also nicht dieses... Klar, ja, aber da muss man ihm doch jetzt nicht direkt Einsatz danach, muss man ihm nicht sagen, hey, wenn Champions League spielst, dann bist du nicht gereicht für dich dann nicht. Muss man mit Nackenschlägen klarkommen. Ja, du bist der Lehrer der alten Schule. Du bist der Lehrer der alten Schule. Ja, hast du das ist ein schöner Lehrer. Das ist demotivierend. Ja, alte Schule. Der Herr Weide hat ja nicht gesagt, von wegen, dass wenn Champions League ist, musst du nachlegen. Er hat gesagt, wenn wir Champions League spielen, musst du weg, Alter. Das hab ich nicht gesagt. Indirekt gesagt mit deinem Stock, Alter. Der harte Stock der Realität, Weide schwingt ihn. Ich bin froh, dass wir Leute wie Erik Durm momentan in unseren Reihen haben, die auch, wie gesagt, nochmal auf dieses neue Level kommen. Und in diesem Gesamtkonstrukt, das immer wieder neu durchmischt wird, wo Madère ausfällt. Jetzt haben wir, guck mal, wir dürfen das nicht vernachlässigen. Wir haben die ganzen Spiele jetzt zuletzt ohne Hinteregger gespielt, der einer der zentralen Punkte in dieser Abwehr war, der nicht spielen kann. Und wir federn das ab. Wir sehen halt, dass Ilsanker in diese Rolle reinrutscht. Das ist echt brutal. Wir sehen einen unauffälligen, aber auch mal ein bisschen unauffälligeren, aber komplett zentralen So. Also wir merken, es fließt alles ineinander. Und wenn wir uns dann wieder, ich komme leider immer wieder darauf zu sprechen, die Offensive angucken, einen brutalen Silver, der ein Tor gemacht hat, der zwei Torvorlagen gegeben hat, dazu noch zwei Torschüsse. Meine Güte, was ist los mit fucking Silver? Das ist eine absolute Granate. Und ich würde mal sagen, wir lassen die mal im Sommer kommen. Ja, wir brauchen gar nicht über die Ablöse und so weiter und so fort sprechen. Wenn die den haben wollen, ja, dann legt mal richtig was auf den Tisch. Denn dass das eine so krasse Entwicklung genommen hat, auch hier muss ich meinen Hut davor ziehen. Ich weiß noch, als wir darüber gesprochen haben, als Silva kam, wir alle ein bisschen unsicher waren. Das war beim Redline Day, wo wir nicht genau wussten, wie können wir ihn greifen. Ein Spieler mit viel Potenzial. Patrizia, erinnerst du dich noch? Klar, AC Milan. Aber wir waren natürlich auch so ein bisschen traurig, dass dann dementsprechend Rebic geht. Aber dass er diese Erfüllung seiner Verheißung wirklich durchgesetzt hat, das ist schon krass, oder? Ja, es war damals wirklich diese ja, Rebic-Sache, die das ein bisschen runter den Hype runtergezogen hat, weil das war auch da schon ein krasser Spieler, den die Eintracht geholt hat. Also dieser Name schon allein, der war schon bei Topclubs, der war der Nachfolger von Cristiano Ronaldo schon damals. Also der wurde schon sehr, sehr hoch gehandelt und dass die Eintracht so einen Spieler bekommt, das hätte eigentlich mehr Hype verdient. Ist aber in dieser Rebic-Trauer auch bei mir persönlich untergegangen. Ich sage auch jedes Mal, wenn es irgendwelche Wechselgerüchte von irgendwem gibt, auch von Hütter, auch von Bobic, ich sage jedes Mal, wie wollt ihr mir noch das Herz brechen? Ich habe es überlebt, dass Ante Rebic gegangen ist. Was wollt ihr tun? Hast du das überlebt? Da können wir ja ganz kurz unsere Selbsthilfegruppe, weil ich habe das immer noch nicht verarbeitet. Ja, ich habe es überlebt, aber ich bin nicht ganz am Leben. Weißt du, wie ich meine? Das ist schwierig. Okay. Aber ja, deswegen, ich finde, der Hype ist untergegangen und es tut mir deswegen auch noch wenig, im Stadion zu sein und diesen Spieler feiern zu können, wie er es verdient hat, weil André Silva ist mittlerweile ein Spieler, also auch sehr, sehr hoch in meiner Lieblingsspielerliste gerückt
Und ich würde ihn auch gern gebührend feiern können im Stadion, aber es geht nicht. Und ja, ich glaube auch, der Silver-Hype wäre noch größer, wenn denn Publikum vor Ort wäre. Also ich glaube, das wird sich noch mehr verselbstständigen. Tut ihm ein bisschen Unrecht, aber ich glaube, er hat jetzt auch schon, also wir wissen alle, was wir an ihm haben und es wird auch sehr, sehr viel über ihn berichtet, zu Recht. Ich finde, was man hier beobachten kann bei uns, ist auch, dass die Folgen immer länger werden, weil wir nicht hinterherkommen, jeden Einzelnen zu loben. Ja. So, ich habe die ganze Zeit jetzt schon im Kopf Indika. Was hat der für eine Entwicklung genommen, dieser Typ? Klar, du hast diese eine Szene angesprochen, aber das war eher ein Missverständnis. Das würde ich komplett rausrechnen. Tuta, er setzt einfach Abraham, kein Mensch fragt mir nach. Einfach just like that so. So, was hat er für ein Schiss, dass der Capitano weggeht? Dann kommt da dieser unbeschriebenes Blatt, Brasilianer kommt her, wir waren uns alle unsicher, sollen wir nicht noch jemanden holen? Der Weidert hat immer noch seine Madlung-Poste im Zimmer hängen. Und was macht er denn? Der Mutti geht es einfach weg. Ja. Und ich meine, wahrscheinlich überziehen wir jetzt auch schon wieder die normale Länge einer Fußball 2000-Folge, aber alleine zu wissen, dass Armin Younes wieder zurückkommen kann und dass er dann auch, als er reinkam, und Hasebe noch, also das sind so viele Leute, und da haben wir noch kein Wort über Barkok gesprochen, der auch an gewissen Stellen irgendwann eine Rolle spielen könnte, falls es um Einzelaktionen geht. Also Trapp habt ihr auch schon angesprochen. Es ist einfach so, dass man unterm Strich immer wieder dabei landet, dass das eine unglaublich krasse Mannschaft ist. Und dass dieser Mannschaftsgedanke auch dafür sorgt, dass wir diese Rückschläge, die wir vorhin besprochen haben, einfach so wegmoderiert. Und ich finde das spektakulär und ich weiß, dass es mir heute nicht gelungen ist, das zu verbalisieren. Aber ich bin unglaublich begeistert von diesem Gesamtkonstrukt, was auf dem Platz passiert. Ich glaube, das wird doch relativ deutlich. Liebe Leute, wen sollten wir noch loben? Schreibt in die Kommentare. Zeugwart vielleicht noch. Wer macht den Rasen? Ja, das sind all die Leute. Sporre auf jeden Fall. Es sind auch so viele Leute, die wir unausgesprochen haben, aber die zu diesem Gesamtkonstrukt beitragen. Schreibt's rein. Jetzt erstmal auf dem Balkon applaudieren. Wir haben uns heute darüber Gedanken gemacht, ob das vielleicht die beste Eintracht aller Zeiten ist. Genau das Gleiche haben wir bereits vor einigen Monaten getan und haben unser ultimatives Eintracht Frankfurt Dream Team zusammengestellt. Wenn ihr euch das noch mal angucken wollt, weil ihr damals vielleicht noch unterwegs sein durftet und in irgendwelchen Kneipen abgehangen habt und doch im Kader lagt, klickt bitte hier.